Hallo, das ist TTT. Ich bin hier auf Altis im Amager 3 und versuche mal einen kleinen Rundflug in diesem UH-80 Ghost Hawk Helikopter. Steuerung scheint wie gewohnt unter Amager 2 zu sein. Ich bin hier auf dem Flugfeld auf der westlichen Halbinsel. Ich werde vielleicht mal diese südliche Insel hier untersuchen. Ihr seht, insgesamt ist Altis doch relativ groß, wesentlich größer als Stratis, was es ja eben in der ersten Version von Arma 3 gab, in der Alpha. Also die Helikoptersteuerung hat sich nicht großartig geändert gegenüber Arma 2. Es ist nicht so wie bei Tacon Helicopters, dass die Fluggeräte doch deutlich instabiler sind und sich auch aus dem ein oder anderen Mal aus dem geraden Flug verabschieden können, indem man halt das Kollektiv stark beansprucht. Ich mache das einfach mal. Gas komplett weggenommen, Hände vom Steuerknüppel, fliegt stark geradeaus weiter. Wieder kollektiv voll reingehauen. Ach, er macht jetzt eine Neigung nach oben. Das war vorher nicht. Ah, ich bin wohl auf das Auto rübergekommen. Okay, nochmal. Kollektiv voll rein. Hände vom Knüppel. Fliegt stur geradeaus. Muss ja nicht schlecht sein. Ist ja für einen eigentlichen Simulator von Infanterie einsetzen wie Arma nicht das Schlechteste. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Windpark, der über den kompletten Höhenrücken geht. Dann schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Ja, das sieht doch ganz schön animiert aus. Spitze von dieser kleinen Halbinsel. Irgendeine Installation, irgendein Gerät und hier oben ein kleines Stonehenge, scheinbar. Ist ja mal ganz witzig. Na, dann fliegen wir mal wieder zurück. Schauen uns mal die südwestlichen Teile an. Hier haben wir einen kleinen Leuchtturm. Leuchttürme, ja, wie sie halt eben auch in Tschernarusland mal waren. Nicht rot-weiß, sondern nur braun. Passen besser in die erdlastige Farbgebung hier. Größere Siedlungen gibt es hier auf dieser Halbinsel wohl nicht. Ist mehr unwirtliches Gelände. Ein paar Höfe, wie hier vorne unter uns. Das war's. Yeah.
dafür jede Menge Windkraftwerke und die Stromleitungen, die dazugehören. Ah ja, die Strommasten haben auch Leitungen. Das war ja in Pakistan nur auf manchen Gegenden so, genau wie auf Tschernarussland. Aber hier ist das vielleicht mal komplett durchgezogen. Ja, und das war es schon. Ein erster Eindruck von Altis auf den Arma 3. Tschüss und bis bald.